Hallo und herzlich willkommen, Freunde der ungepflegten Wrestling-Unterhaltung. Wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession. Wir sind alle in einer neuen Aufnahmesession. Nur euch auf YouTube ist das ziemlich egal, glaube ich. Gut, wir schnacken nicht lange drum herum. Wir sind bei der WWE und wir haben im Opener Rusev gegen Daniel Bryan. Wir haben Nikki Bella gegen Paige. Aha. Wir haben Darren Young gegen Kalisto. Also sie teilen sich wieder auf. Ich hoffe, die Rivalität endet bald. Ja, gut. Ja, gut. Fandango gegen den World Heavyweight Champion Brock Lesnar. Naja. Und, oho. Seth Rollins gegen Stone Cold. Ich glaube, wir haben unser Match. Auch wenn ich befürchte, da hier schon wieder Rivalitätsmatch steht, dass Brock Lesnar hier eingreifen wird. Aber vielleicht tut er es auch nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht sehen wir dann immerhin ein vernünftiges Match zwischen Seth Rollins und Brock Lesnar. Gut. Rusev gegen Daniel Bryan. Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber ich sag, Rusev macht das. Und so ist es auch. Wir haben Zack Ryder gegen John Cena. Ist mir mittlerweile völlig egal. John Cena. John Cena hatte Zack Ryder heimgezahlt, indem er verloren hat. Ja gut, das lasse ich jetzt wirklich unkommentiert. Die Rivalität. Ich glaube, die Rivalität werde ich einfach beenden jetzt dann. Das ist mir zu doof. Nikki Bella gegen Paige. Warum rede ich mit italienischem Akzent? Ich weiß es nicht. Ich sage, Paige macht das. So ist es auch. Darren Young gegen Kalisto macht Darren Young. Korrekt. Ich sage euch, wenn das Fandango gewinnt, dann, ich weiß nicht. Ich habe gerade leider keinen Alkohol in Griffweite, weil dann würde ich wahrscheinlich eine Schnapsflasche auf Ex austrinken. Bitte, Brock Lesnar. Tu mir das nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Du musst das jetzt gewinnen. Okay. Okay. Fandango gewinnt. Gegen Brock Lesnar. Ja gut. Bitte, bitte, macht wenigstens aus dem Match irgendwas. Und da stehen sie sich gegenüber, Stone Cold gegen Seth Rollins, aber... Oh, Breitmaul Brock Lesnar. Hallo, ich schau mir das nur an. Bin ich der Einzige, den Brock Lesnar immer irgendwie an Patrick Starr erinnert? Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich mag Brock Lesnar einfach nicht. Ja gut, der setzt sich jetzt hier auf diesen Klappstuhl und wird danach gar nicht in das Match eingreifen. Nein, ich höre keinen Trash-Talk, weil die reden halt nun mal nicht. Gut, wir haben Schwung schnell. Mach it. Brock Lesnar, ja genau. Seth Rollins gegen Stone Cold Steve Austin. Und Stone Cold versucht erstmal Tyler Black zu dominieren und schafft das auch sogar ganz gut. Der alte Mann Stone Cold gegen den noch immer aktiven Seth Rollins. Mal schauen. Und Stone Cold, cocky wie eh und eh und je. Haut Seth Rollins da eine auf die Nase. Ja, wer wird das Match gewinnen? Ich würde ja generell sagen, dass Seth Rollins gar nicht so schlechte Karten hat, aber da Brock Lesnar jetzt am Spielfeldrand sitzt, warum Spielfeldrand am Rand des Rings sitzt, schöner Hip-Toss hier, da würde ich dann doch eher auf Stone Cold tippen. Ich meine, ich habe. Oh, schöner Move. Ich habe keine Ahnung, was Brock Lesnar überhaupt hier noch macht. Ich meine, den würde ich, wenn er gegen Fandango verliert, als World Heavyweight Champion, dann habe ich da jetzt plötzlich eine Idee. Why not?
Seth Rollins mit dem Backbreaker. Ich dachte schon, das wird der absolut tödliche Fallaway Slam, der Seth Rollins sofort aus dem Leben nimmt. Aber es wird doch nur ein Chinbreaker als Counter auf, was haben wir hier, Flatliner? Weißt du, wo Flatliner? Face Busting, STF, keine Ahnung. Muss ich das wissen? Keine Ahnung. Und was wird das? Ein schöner Counter in den harten DDT von Stone Cold hier. Was wird nun geschehen? Also wie gesagt, mein Tipp ist jetzt Stone Cold, dadurch, dass Brock Lesnar eingreift. Ja, eventuell hätte ich das aber vorher auch schon getippt, denn es ist halt einfach Stone Cold, ne? Stone Cold ist und bleibt nun mal Stone Cold. Schöner Facebuster hier. Ja. Und dieser Schwarze im weißen Helm mit den nach unten gestreckten Daumen. Ich meine, der Typ ist ja gar nicht so oft vertreten. Ich sehe ihn jetzt nur zweimal. Und wieder dieser, ich nenne ihn jetzt einfach mal Flatliner. Und das rechtfertigt auf jeden Fall das Cover gegen den Stone Cold. One, two. Ich meine, gut, ich möchte gar nicht unken. Vielleicht legt sich Stone Cold freiwillig auf die Matte. Aber ich glaube eher nicht. Es ist Stone Cold und harter Whip in. Und hallo, ich bin auch noch da. Und Brock Lesnar möchte sich mit Seth Rollins anlegen, sagt, du bist ein Stück Scheiße, du kannst gar nichts, was willst du hier? Deine Title Shots hast du eh schon versaut und oh, wie überraschend, da kommt Stone Cold. Ja, die Sequenzen sind, bis jetzt habe ich immer nur die Sequenz gesehen. 2K oder wie auch immer die Entwickler jetzt des Spiels heißen, ihr habt es echt versaut. Es tut mir echt leid. Das habt ihr in den anderen Spielen schon wesentlich besser gemacht. Egal, wir konzentrieren uns darauf, wie Seth Rollins gerade den wunderbar verschwitzten Stone Cold durch den Ring prügelt, gegen die Ringtreppe. Dass es eigentlich, dass er ihn eigentlich gerne in den Ring Irish whippen würde und das aber einfach nicht schafft, weil die neue Physik ihm einen Strich durch die Rechnung macht, das lassen wir natürlich unerwähnt. Wir sehen einfach nur einen Seth Rollins, der Stone Cold hier dominiert. Aber Stone Cold kommt bei Six noch rein und rächt sich erstmal mit einem harten Schlag für diese ganzen Angriffe. Und da kommt die 360 Press, die Austin Press und da blutet Seth Rollins. Alles klar. One, two, three. Nee? Ey, das war jetzt aber wirklich knapp. Tyler Black blutet wie ein abgestochenes Schwein. Jetzt ein Stunner. Out of nowhere. Und das war's. Gute Nacht. One, two, three. Okay, das war wirklich gerade mit Ansage. Kann mich bitte irgendjemand dafür beglückwünschen? Eigentlich ein ziemlich cooles Wochenshow-Match. Ich kann mir nicht helfen. Das war echt knackig. Da Austin hebt ihn auf, springt ihn an, prügelt auf ihn ein, bis er blutet. Und Tyler Black schafft es irgendwie gerade noch so hoch zu kommen. Er rappelt sich nach oben und kassiert sofort den Stunner. Und das war's natürlich. Brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. Ja. Was für ein grandioser Sieg, man kann natürlich jetzt spekulieren, dass der Sieg nur deswegen so schnell kam, weil Brock Lesnar eingegriffen hat, aber trotzdem, ein beeindruckender Sieg und eine beeindruckende Folge, hoffe ich doch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, tschüss, arrivederci und goodbye.